Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA. In der letzten Folge ist unsere Karre ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie ihr seht, die qualmt und qualmt und qualmt wie so ein Schornstein. Und wir müssen die Karre erstmal reparieren. Dann fahren wir jetzt erstmal hier in Los Santos Customs, einer Reparaturwerkstatt. Übermacht Sentinel Coupé. Boah, qualm, qualm. So, erstmal reparieren. Sieht doch schon viel besser aus. Ja, hier kann man so viel machen. Panzerung, Bremsen kann man reinbringen, Stoßstangen, was gibt's denn da für welche? Okay, hinten und vorne. Ja. Da gibt's einen Motor, kann man pimpen, das sieht man jetzt nicht unbedingt. Was haben wir denn für Auspuffe? Was ist das für ein Auspuff? So, okay. Bisschen lila, ein bisschen dicker. Die Motorhaube, was können wir da machen? Oh yeah, ein Black Carbon Style. Lackierung können wir machen. Spoiler, können wir auch drauf knallen. Boah, ein Schwarz sieht ja auch geil aus. Federung können wir tiefer legen, Getriebe. Ein Turbo können wir einbauen. Da seht ihr dann bei der Beschleunigung den blauen Strich, wie viel wir da dazu kriegen. Hier, das ist schon enorm. Da kann man schon was machen. Reifen, ach ja klar, da gibt es alles Mögliche. Sportfelgen hier. Da gibt es massig. Da gibt es auch noch viele Kategorien mit. Da kann man seinen Wagen individuell pimpen. Ja, ist schon ganz cool. Aber in dem Fall sollen wir nur reparieren. Und das machen wir auch, weil wir auch nicht so viel Kohle haben, wie ihr oben rechts seht. So, das war's dann. Yeah, Feuerrot. Begib dich zu Michaels Haus. Das machen wir doch gerne. Oh, erstmal ein bisschen schießen hier. So, Mucke, lassen wir erstmal aus. Michael, willkommen. Oh, ganz ruhig, dann einer schießt. Den nehmen wir noch mit hier. Bam! Haben wir den Motor aber kaputt gemacht? Ne, kaum. Man sieht nichts. Jimmy, ain't it? Or James? Jimmy. Or just like. Jizzle? Nah, man. Whoa. Nah, you fuckhead. Nah, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's wollte the deal, nicht man? Unseren Wagen schrotten hier. You and my old man? I see you at the dealership. And someone die beiden haben sich viel zu erzählen in der Karre. Like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. Gute Traktion, die Bremsen sind auch super. Oh mein, geht da mal die erste Beule. So, gut, dass wir den nicht nochmal reparieren müssen. Das wäre jetzt blöd, wieder zurückzufahren, obwohl es gibt mehrere Pray and Paint Station, ne? Station gibt's hier. Well, maybe we good together, you know? Like, Waffenladen haben wir da auf der Ecke. Ammunition. Ja, klar. Waffenläden gibt's hier so viel wie Bones McDonald's gibt's. I'm sorry, my dad lost das gehört zur Grundnahrung hier, der Amerikaner. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Dang, that's rough. Miss, ich will hier durch. I didn't get a job. I've been there, homie. You've been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh? No. Boah, wenn jetzt hier noch auf die Straße läuft, der ist platt. Oh, ich hab so einen Speed drauf. Oh Gott, die schrotten die Karre immer mehr. Hey, you play Righteous Slaughter? Nah, not since the first couple. Okay. So, Home Sweet Home, da sind wir. War Michael mit seiner fetten Villa. Oh, schnell rein hier. Dann einmal stehen lassen. Yo, so like, since we're both unemployed, like. We could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Ja, zwei Hartz-IV-Empfänger. Like choppy, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, all right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Yeah, einmal speichern. Bestanden, Vater und Sohn. Das war eine ganz geile Mission. War lustig. Vor allem der Sohn vom Michael, der ist irgendwie abgefahren.
der so will irgendwie Freunde haben und hier, der will diesen Franklin, hier unseren Charakter hier vorne, so als Freund gewinnen. Weil die haben beide keine Arbeit, sagt er als Argument, dann können die zusammen abhängen. Ja, warum nicht, ne? So, ich kriege hier einige Nachrichten. Okay, 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 ja. Ist noch viel so ein bisschen Tutorial. Das wird aber nach und nach abnehmen. So, ich schaue mal eben auf die Karte. Ich sehe da den F. Das F gehört uns, wie Franklin. Da sind wir zu Hause am Start. Was haben wir denn noch bei uns in der Nähe? Okay, wir haben hier ein Fragezeichen. Komm, machen wir mal ein Fragezeichen. Hauptsache, ich lose nicht so wieder ab wie beim letzten Fragezeichen. Diese scheiß Alien-Invasion. So, einmal raus mit dir, Lady. Obwohl, das ist keine Lady, ne? Das ist ein Typ. Aber raus wie eine Perle. So. Da fahren wir mal zum Fragezeichen. Hauptsache, dass nicht wieder sowas abgedreht ist, wo wir einen Joint rauchen und dann Aliens sehen und die mit einer Gatling Gun weghauen müssen. Also, meine Güte. Ja, da heizen wir hier schön mal durch die City von GTA. Ja, auch mal andere Mucke am Start. Boah, wir sind gleich schon da. Oh, Lamar ruft uns an, unser bester Kumpel. Chop got stay around your crib for a while, homie, that's cool. Yeah, man, it's cool. It's the best place for him anyway. Ha! Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Alles klar. Was geht hier ab für eine Party? Boah, geil, das schöne Motorrad. Steht da oben? Smell like a bitch. Riech wie eine Schlampe. Das ist aber nicht so nett. So, zu der müssen wir wahrscheinlich, ne? Ne, doch nicht. Ach, Fragezeichen, das ist aber hier irgendwo. Wo ist es denn? Ist hier noch jemand? Da hinten ist jemand. Give me that motherfucker. Hey, 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 whoa, back off there, cowboy. I know my constitutional rights. Anyway, I know you're coming here to suck cock, so it's all right. What the fuck you talking about? Whoa, hey, look, I saw Quarterback Blues, man. And, you know, some of those older records of yours, even they sound a little bit closeted, I'm just saying. What? A black man walking in Vinewood, you think he Clay PG sellout? You bitch-ass punk motherfucker. Oh, shit, man. Oh, hey, I'm sorry, dude. I didn't have my contacts in, you know? I mean, I love black people. Yeah, you know, like I love gangsters. I love, like, gangster rap. Yo, sup? Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Well, look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what, he loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of message does that send in our kids? You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Well, yeah, because, you know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Fuck them! Was labert fuck der? Them! They're not magic! No, they're no better than me. They're no better than me. Shit! Oh, shit! Oh, my God, it's Miranda. Miranda, I love you, Miranda! Come on! Come on, it's fucking Miranda fucking Cowan! Because she's a fucking megastar! No, leave me out your shit, man. Oh, no, we can make boku bucks here, man! We get one picture of her hairy legs or her aging muff, and we are in the money, man! In the money, bro! Come on! Come on, man! Come what on! What the fuck is wrong with me? Boah, übel, was der erzählt. Das müssen wir mit denen zusammenarbeiten, hier mit dem Paparazzi. Ja, da komm mal drauf. So, komm mal hinterher. Okay, ich muss neben der Limo nebenher fahren, damit er schön seine perversen Fotos knipsen kann. Oh, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in Gegenverkehr geraten. Ja, sicher, jetzt gibt die Limo aber richtig Gas. Oh shit, hier sind so viele Autos unterwegs. Komm, mach deine Bilder. Ja, schön rein da. Wow, die direkt was ab. Boah, geil mit der Sonne da hinten. Boah, was der loslässt, das will ich nicht alles wiederholen. Voll übel, der Typ. Silikonschlampe.
Ah, die Mucke ist aus. Okay. Boah, wie viele Bilder will er noch schießen? We done yet? No, she still looks too good. I want the prisoner of war shot. That's where the big zeros are. Oh, da ist ein zweiter Paparazzi. Oh no no, it's that bottom feeder Madison. Shit, he's getting the money shots. Where's your dignity, man? Forget Miranda. We can't let him steal my exclusive. Get along. Ich glaube, wir müssen aus dem Weg räumen. Okay, den packen wir uns. Das ist natürlich auch sehr schnell hier. Stay on that bastard. Komm schon, gleich haben wir ihn. Ist jetzt gegen uns gefahren, wie geil. Ja, ich bin Pro, ne? Habt ihr das gesehen hier? Sollte wieder zurück zur Limo, denke ich mal, oder? Ja, doch nicht. There's a small parking lot by the Cafe Redemption Courtyard in Morningwood. All right, homie. It's been an education, dawg. Look, keep on making the world a better place. You hear me? Yeah, the public needs to know. The fans deserve answers. Shit, not if the question is how low is Miranda Collins' muff hanging or is she getting banged out by some second-rate director. They need to know everything, from crow's feet to camel toes. Hey, hey, hey. Come by the manor next week. We'll continue the search for the truth. Look, don't wait around for me, homie. Oh, I'm waiting for you, homie. Yeah, bestanden. Paparazzo. Boah, das war auch eine üble Mission, was der alles losgelassen hat. Heftigs. Aber egal, wir haben jetzt ein Motorrad und wir haben die Mission bestanden. So, was machen wir denn jetzt? Wir gucken erstmal auf die Karte. Was sagt uns denn die Karte? Ja, es werden immer mehr Missionen. Hier oben haben wir den Michael. Ein Fragezeichen, hier unten wohnen wir. Das ist eine Garage. Ja, es gibt immer was zu tun. Da ist das andere Fragezeichen. Oh Gott, ich glaube, das war das mit dem Alien. Mit den Aliens. Ja, die Karte, die ist noch so riesig. Was haben wir denn da oben für einen? Ach, ihmchen hier. Ah, ich zeige euch das mal besser. Diesen Superheld, der zu Hause im Fernsehen lief beim Franklin. Da in einer Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Da konnten wir mal zuschauen, das ist so ein Zeichentrickfilm. Impotent Rage. Oh, Simeon ruft uns an, wir gehen mal kurz dran. Hey, look, man. Look, you are like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. Okay, okay, okay. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. Ja, der Simeon, haben wir den eigentlich auf der Karte? Jetzt muss ich mal einfach schauen hier. Nee, auf jeden Fall, der ist sehr sauer auf uns. Der ist selber so ein übler Betrüger. Ich glaube, der will uns an die Wäsche, früher oder später. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Bleib doch mal hier. Hallo? 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 Ja, geile Judo-Rolle, was hat die denn jetzt gemacht? Warte mal. Hallo, ich möchte dir nur was sagen. Bleib doch mal stehen hier. Du weißt, das Perücken scharf. Ja, dann eben nicht. Dann rede ich kurz mit dem hier. Ey, Alter, weißt du was? Ich mache jetzt ein Folgenpäuschen. Ich bin in der nächsten... bleibst du mal bitte hier? Dann erzähle ich ihm das eben hier. Mit dem Apfel da. Ey, Alter, ich mache jetzt ein Folgenpäuschen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Bei Let's Play GTA. So, guten Hunger mit deinem Apfel. Ciao.